Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video. Es ist wieder mal 2 Monate her, dass ich das letzte Mal hochgeladen habe. Aber es ist mir jetzt egal. Ihr seht schon, mein Motorrad hat ein neues Design. Da werde ich aber in einem der nächsten Videos drauf eingehen. Heute geht es darum, ich habe den offenen Führerschein. Das ist schon seit einiger Zeit. Und das Motorrad ist auch offen. Und ich habe euch ja noch gar keine Impression davon gegeben, wie es eigentlich ist, mit über 130 PS jetzt rumzufahren. Und ich kann euch sagen, es ist nice, es macht Spaß, es ist atemberaubend. Und ich habe mich jetzt schon ein bisschen an die Leistung gewöhnt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich denke, das sollte jetzt aber für dieses Video kein Problem sein. Ich zeige euch einfach ein bisschen, wie sich das anfühlt. Ich denke, ich pixel das Tacho dann heute auch mal vielleicht. Okay, ist egal. Ja, zum neuen Design. Es ist schwarz-weiß, einmal in der Hälfte geteilt. Ich werde euch das dann noch irgendwann in den nächsten Videos zeigen. Ich denke, es wird entweder direkt das nächste oder das übernächste. Je nachdem, wie viel Bock ich habe, weil ich werde da so einen kleinen Bikepond für euch zusammenschneiden. Aber ohne Fahraufnahmen, weil das kann ich alleine leider nicht. Auf jeden Fall gibt es noch ein paar andere Dinge. Und zwar habe ich eine Anzeige am Hals. Da werde ich aber auch in einem der nächsten Videos ein bisschen mehr drauf eingehen. Denn Dienstag darf ich, oder Dienstag werde ich erstmal vorgeführt. Oder zu dem Zeitpunkt, wenn ihr dieses Video seht, ist die Gerichtsverhandlung durch. Und dann darf ich euch auch ein bisschen mehr dazu sagen. Oder möchte ich euch ein bisschen mehr dazu sagen. Da gehe ich jetzt erstmal noch nicht genauer drauf ein. Ich denke, ihr werdet dieses Video auch irgendwann jetzt die Zeit danach sehen. Und dann versuche ich wieder wöchentlich was hochzuladen, weil ich habe jetzt auch Semesterferien, bisschen weniger Stress. Da kann man das auch dann schon mal machen. Aber jetzt zum Thema des heutigen Videos. Das Bike ist offen. Es ist unschwer zu erkennen, ich habe gerade ungefähr ein Viertel Gas gegeben. Das Ding schiebt absolut geisteskrank nach vorne. Ich bin auch ehrlich, für eine 600er, ich habe mich wirklich sehr erschrocken, wie das mit einer 600er eigentlich abgehen kann. Aber dadurch, dass ich mich jetzt auch schon ein bisschen an die Leistung gewöhnt habe, ist das halt, wenn ich jetzt zum Beispiel Autobahn fahre, mit zum Beispiel dem guten Nunzi, er hat ja eine R1, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt oder nicht. Jedenfalls, er hat eine R1 und auf der Autobahn merkt man dann halt auch schon, dass es halt nur eine 600er ist. Es schiebt aber trotzdem behindert nach vorne. Deswegen ist das okay. Vor allem die Beschleunigung, den ersten Gang, das kann ich euch vielleicht gleich mal zeigen. Ja doch, ich zeige euch das gleich mal. Der erste Gang, der ist halt irgendwo ziemlich anstrengend zu fahren, weil ich kann da kein Vollgas geben, sonst geht mir das Bike so nach oben. Also das ist die möchte da direkt in den Wheelie rein, da wo das Vorderrad auch eigentlich hingehört, in die Luft. Ich kann noch keine guten Wheelies mit der, muss ich euch leider auch gestehen. Das ging mit der KTM, obwohl, ja okay, ich habe es euch nie wirklich gezeigt, aber es ging mit der KTM so zum Schluss schon besser. Aber ich bin an sich auf jeden Fall schon sehr zufrieden. Ihr könnt ja mal an dieser Stelle in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, dass ich mal ein Video dazu mache, was ich an diesem Motorrad mag und was ich nicht mag. Allgemein schreibt mal einfach in die Kommentare, was ihr für Videos sehen wollt. Ich könnte wieder cringige Vlogs in der Stadt bringen oder einfach wieder Kurven fahren und ein bisschen Musik drunter legen. Aber ihr schreibt einfach mal rein, worauf ihr Bock habt. Und abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Ganz wichtig. Ich weiß auch nicht, ich denke, ich werde jetzt dieses Video auch keine Emotes unten hin machen. Also die sind ja sonst immer für die mich kennen, hier unten gewesen. Einfach mal gucken. Ihr könnt einfach auch mal reinschreiben, ob ihr die Emotes gerne wieder drin haben wollt oder ob ich die rauslassen kann, wie ihr wollt. Ich passe mich da euch an, denn ich muss ja auch ein bisschen auf meine Community hören. Ja, so, wir sind jetzt gleich außerorts. Dann zeige ich euch das mal ein bisschen. Jetzt kommen gleich erstmal noch ein paar kleinere Kurven. Aber ich denke, daran sollte es nicht scheitern. Ach übrigens, ich habe auch ein neues Mikrofon, falls es euch nicht aufgefallen ist. Ich habe keine Ahnung, ob diese Soundqualität jetzt gut wird oder nicht. Ich hoffe einfach,
dass es diesmal nicht reinscheißt und dieses Knacken endlich weg ist. Ihr wisst ja, was ich meine. Wenn es mal irgendwie lauter wird, das ganze eklige Rumgeknacke. Ich hoffe einfach, dass es jetzt weg ist. Das wäre wirklich wunderschön. Weil dann müsste ich mir auch nicht so viel Arbeit in der Nachbearbeitung machen und es ist für euch auch einfach angenehmer anzugucken. Das hört sich schon ziemlich böse an. Nehme ich mal den ersten. Halbgas. Leute, Bus, okay, warum auch immer hier ein Bus fährt, aber nehme ich einfach mal so hin. Also, zweiter Gang. Und jetzt zweiter Gang. Ich fühle mich heute irgendwie nicht confident mit den Wheelies, deswegen lasse ich es jetzt einfach sein. Das kann ich auch machen. Ich habe so viele Videoideen, Leute. Ich muss die nur alle umsetzen. Wheelie-Video kommt auf jeden Fall auch irgendwann, wo ich das ein bisschen mehr übe. Aber ihr habt gesehen, ich denke, man hört es auch an dem Sound. Die geht schon gut nach vorne. Wundert euch übrigens nicht, die ist noch ziemlich dreckig vom Lackieren. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera überhaupt sieht, aber Maschine geht gut nach vorne. Ich bin bis jetzt schon mega zufrieden damit. Also Preis-Leistung. Wenn man etwas haben möchte, was sich sicher in den Kurven anfühlt, was Spaß macht zu fahren, einfach auch von der Sitzposition gar nicht so unangenehm ist dafür, dass es eine sportliche Maschine ist. Kann ich euch dieses Bike auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt von dieser Maschine. Es macht mir auch sehr Spaß. Es ist natürlich jetzt in meinem Fall was anderes, wie wenn ich jetzt eine Supermoto unterm Arsch habe, weil die Supermoto ist halt einfach in langsameren Kurven, sage ich jetzt einfach mal, ist sie halt agiler. So. Man kann langsamere Kurven, finde ich, schneller fahren, dadurch, dass man halt einen anderen Fahrstil dabei hat. Aber was schnelle Kurven angeht, zum Beispiel jetzt die Strecke, die wir immer fahren, die auch im letzten Video, vor 2 Monaten, aber wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ist es da oben, guckt es euch an. Die Strecken da, die kann man halt mit diesen Dingen so geil fahren und die waren halt mit der KTM, sie haben schon Spaß gemacht, aber ich habe auf diesem Ding einfach mehr Sicherheit damit. Und trotz dessen, dass der jetzt offen ist, ich habe mich am Anfang ziemlich eingeschissen, weil es kommt wirklich so ab 10.000 ein Leistungsschub, das ist nicht mehr normal. Aber trotz dessen habe ich mich in keiner Situation jetzt wirklich unsicher gefühlt. Einmal lag ein bisschen was auf der Straße in der Kurve, da ist mir mein Hinterrad ein bisschen weggerutscht. Ich habe mich nicht gelegt, aber das hat sich sehr komisch angefühlt. Da hat man aber auch am Reifen, ich habe leider kein Bild davon, sonst hätte ich es euch eingeblendet, aber hat man am Reifen so Spuren gesehen, es war halt auch ziemlich warm draußen. Ich dachte erst, der Reifen ist mir zu heiß geworden, aber das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Hat man auf jeden Fall so Abschleifspuren gesehen. Ich denke, das war vielleicht auch einfach nur so ein kleines informatives Video. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Autobahnvideo machen, da
geht es dann ein bisschen mehr zur Sache. Ich würde aber an dieser Stelle sagen, reicht das fürs heutige Video. Und wie gesagt, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Drückt an dieser Stelle den fetten Daumen nach oben dafür, dass ich es wieder geschafft habe, was hochzuladen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was die nächste Zeit so passieren wird an Videos. Da wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen was kommen. Real-Life-Stories und so. Ich habe es euch vorhin schon gesagt. Aber mit diesen Worten verabschiede ich mich von dem Video. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Video. Und